Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. Und guck mal, Skylines, wir haben sie endlich, sowas ähnliches zumindest. Ja, jetzt wächst. Und schon gefällt es mir wesentlich besser als auch schon. Hier hinten ist halt noch ein bisschen Flachland, aber ja, das kriegen wir auch noch weg. Jetzt müssen wir schnell hier hin, weil ich habe hier ein Mumpitz zusammengebaut. Man sieht, ja, hier können sie fröhlich drehen, das ist natürlich nicht die Idee. Sie machen es aber auch, ist eigentlich noch lieb von denen, guck mal. Weil hier gehört natürlich nicht irgendwie eine zweispurige, beziehungsweise in Gegenrichtung befahrbare Straße hin, sondern definitiv was anderes. Sollen wir schnell pausieren? Ne, das können wir eigentlich ohne pausieren. Aber das muss weg, das ist definitiv... Bin ich weg? Machen wir weg? Ich baggere überlappende Objekte. Ja, schon, aber muss ich jetzt den Kreisel auch noch? Dann mache ich schnell Pause, bevor ich hier irgendwas anrichte, was ich dann nicht mehr hinkriege. Also das weg. Das weg. Gut, und jetzt brauchen wir die Straße hier. Oder ich habe sie zwar verbreitert, und das habe ich ja auch aus gutem Grund gemacht, eigentlich, wenn man es genau nimmt. Nehmen wir mal eine Breite und dann halt eine Einbahn. Ja, das wäre zum Beispiel eine Option. Oder wir machen es ein bisschen breiter. Also das ist eine Einbahn hier runter, das macht Sinn. Und breiter wäre sie dann ja eben auch. Jetzt haben wir aber hier keinen Kreisel mehr. Vielleicht dann erst den Kreisel nochmal machen. Überlappend. Okay, was auch immer hier schon wieder überlappt. Oh, mit dem Kollegen hier. Okay, dann müssen wir das hier auch nochmal kurz... wir müssen das kurz irgendwie umbauen. Dass wir hier in den Kreisel reinkommen. Ist hier die Kachel noch fertig? Nö, was ist das hier? Das sind einfach Steine, die... Ach, das sind die Autos, die hier irgendwie... Ja, das ist natürlich auch fies. Jetzt haben wir denen die Straße geklaut. Auch nicht schlecht. Also, kann ich mit einem Kreisel anfangen oder muss der irgendwo andocken? Nein. Doch, eine Straße benötigt. Also, da müssen wir halt tatsächlich zuerst die Straße machen. Oder wisst ihr was? Wir lassen den Kreisel weg und ziehen das einfach nach vorne. Und zwar mit dem Teil, haben wir gesagt. Ab hier, wenn es irgendwie geht. Da rein. Überlappend, das ist uns egal. Machen wir mal. Okay. Ist aber die falsche Richtung. Die kann ich aber irgendwie drehen, dachte ich. Ersetzen. Raster. Kann ich das mit dem Rechtsklick? Nee, das geht nicht. Okay, dann machen wir es nochmal anders. Ja, wir üben mal ein bisschen den Umgang mit dem Bagger, würde ich sagen. So, also einmal aus dem Kreisel raus, hier hin. Zack, das würde soweit passen. Von hier in die andere Richtung. Hier runter und dann auch in den Kreisel rein. Wird wahrscheinlich schwierig mit der breiten Straße. Oder hier. Oh, guck mal, das passt doch. Aber jetzt muss ich aufpassen. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung unterwegs. Nee, passt. Von hier oben kommend. Da rein. Geht das? Jawohl. Hat funktioniert. Sehr gut, dann kann ich hier wieder auf Play gehen. Das ist hier aber... Ja, es geht dann halt hier ins... aber das haben wir schon geguckt. Wenn ich die Straße jetzt ersetzen will, dann ist tatsächlich der Dingens weg hier. Der schöne Bogen. Seht ihr das? Dann ist die schöne Brücke weg. Ich würde das so lassen. Oder sollen wir hier unten das Ganze nochmal mit dünneren Straßen versuchen? Ich würde sagen, ja. Das wäre dann die hier wahrscheinlich. Ersetzen bitte schön. Zack, einmal so. Achso, ich brauche die Einbahn. Ja, ich krieg's noch hin, Jungs und Mädels. Das schaffen wir. So, einmal in die Richtung. Müsste auch passen, jawohl. Ja, sieht besser aus, behaupte ich. Wir versuchen das mal so. Was ich jetzt natürlich noch gucken muss, dass wir hier vielleicht wieder auf Tempo gehen. Das wäre eine Idee. Was muss ich denn noch gucken? Irgendwas muss ich noch gucken. Achso, ja, ich muss wieder einzeichnen. Ich habe hier eigentlich alles weggeklöppelt. Das geht zwar. Was brauchen wir denn? Dünn besiedelt. Ich würde hier bei der Brücke tatsächlich vielleicht eher dünn besiedelt machen. Also auch nicht eben, wir haben Verkehr und das ist irgendwie nicht so schön. Und hier haben wir Autos, die hier reinfahren ohne Ende. Das ist aber auch nur eine Fahrspur. Das stimmt doch immer noch jetzt. Wir brauchen zwei Fahrspuren. Wo haben wir die denn? Hier. Vierspurig. Nee, zweispurig. Dreispurig. Zweispurige Straße. Ach so. Und das ist eine einspurige... Das ist die... Ich bin hier... Ich krieg das hin. So, jetzt müsste es doch passen. Jawohl, da müssen sie sich nochmal neu sortieren. Das ist in Ordnung. Hier das Gleiche, da hat es, glaube ich, gestimmt. Und hier fahren sie auch. Guck mal, hier wird gefahren. Das ist aber schon auch eine Einbahn. Und irgendwie... Ach so. Moment. Fußgängerstraße, nein. Sowas. Das wäre doch zweispurige Einbahn-Schnellstraße. Das ist ja schon sowas in die Richtung. Wir können ja Wetten abschließen. Wie lange dauert es, bis wir das hier gerichtet haben? Das müsste so doch passen. Aber ich brauche halt die Einbahn wieder. So, jetzt so und jetzt diesen. Dann sind nämlich auch... Ja, die Häuser passen dann nicht mehr, das ist aber egal.
So, hier auch noch. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt müsst ihr passen in die Richtung, hier in die Richtung. Jetzt sind nämlich die Parkplätze auch weg. Jetzt haben die keine Straßenanbindung mehr, deswegen klöppeln wir die weg. Machen den hier. Ach, wir können auch nicht mehr bauen hier. Gut, dann ist das aber auch egal, weil wir haben genug Fläche, das passt schon. Aber wir sehen, das ist hier halt einbahnstraßentechnisch, beziehungsweise das ist hier verkehrstechnisch schlecht. Die wollen alle in unsere Stadt rein. Verstehe ich natürlich, würde ich auch wollen. Aber irgendwie, das ist nicht die finale Lösung. Was könnte man hier denn noch anbieten? Ja, eben eine breitere Straße, so wie wir es halt hatten. Aber es sieht dann halt nicht gut aus. Und ich möchte die Brücke hier, muss ich gestehen, ich möchte sie halt erhalten. Ich finde, die sieht halt schon stark aus. Vielleicht eine Alternative, wie man hier rüberkommt. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass wir hier eine Brücke bauen und die dann irgendwie hier rüber düsen. Hier ist halt auf der Insel ist halt noch gar nichts. Ja, und hier eine Brücke hinkriegen, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Oder hier vorne. Dass wir die Kacheln kaufen und hier irgendwie eine Abfahrt machen. Ja, wie machen wir die denn am besten? Die habe ich ja selber gebastelt. Und die anderen, die werden erst freigeschaltet, hieß es. Wir haben sogar hier, guck mal, sogar hier unten ist tatsächlich. Ja, Stau ist übertrieben. Oh, ja doch. Also Stau ist es in dem Sinn, doch, es ist schon Stau. Es ist zäh fließender Verkehr. Das ist auch nicht, was wir wollen. Das ist auch nicht, was wir brauchen können. Ich denke, eine zweite Brücke wäre so verkehrt nicht. Irgendwie von hier darüber. Ja, wir kaufen mal die Kacheln. Wir müssen aber auch hier gucken. Wir haben Nachfrage. Wir wollen ja noch wachsen. Aber gut, jetzt müssen wir halt erstmal gucken wegen dem Verkehr. Ich wollte eine Kachel haben. Die hatten wir hier. Und zwar, jetzt schauen wir mal. Ja, sicher die hier. Sicher die hier. Nehmen wir mal. Und dann die hier und die hier auch noch dazu. Dass wir hier runterkommen. Da mit der Brücke. Ach, und übers Wasser wollen wir ja auch. Okay. Kaufen wir die auch noch. Dann müssen wir jetzt den Grundstein gelegt haben. Was haben wir an Brücken? Haben wir irgendwo eine schöne Brücke? Das machen wir gleich mal mit ganz viel. Wir machen eine Einzelbrücke, würde ich vorschlagen. Zweispurige Schnellstraßenfachwerkbau. Wir gucken mal. Wie sieht das aus, wenn ich dich hier rüberziehe? Kann ich das? Ein Waldbrand. Oh je. Ich kann das Ding nicht ziehen. Lass mal runter. Angewählt habe ich's. Aha. Will nicht. Wir sind schon in der Kachel drin. Ja, eigentlich schon. Bringt gerade noch nichts. Müssen wir anders machen. Ich kann natürlich auch selbst eine Brücke bauen. Ach, hier haben wir noch welche. Fünfspurige Schnellstraßen Einbahnhängebrücke. Ja, es hat eine Einbahnhängebrücke. Das ist eine. Oh, das sind alles Einbahnhängebrücken. Da müssen wir wieder zwei bauen. Aber warum komme ich jetzt hier nicht, dass ich da was bauen kann? Parallelmodus. Ah, ich muss die Höhe haben. Okay, das ist eigentlich auch logisch. Da hat das Spiel völlig recht. Wenn ich dich jetzt hier mitnehme. Sagen wir nach hier hinten. Dann haben wir allen Ernstes. Oh, guck mal, wir haben wieder das Problem mit der. Mit der Schiffslinie. Das finde ich merkwürdig, dass das nicht geht. Man kann doch hier rüber. Ich mache mal eine hohe Brücke. Ich versuche das mal. Wenn wir hier mal die 50 Meter machen. Das kann doch dann nicht überlappen. Jetzt. Nee, dann geht's. Okay, ich darf nur nicht zu tief bauen. Gut, dann haben wir das jetzt auch ergründet. Machen wir mal die 20. Geht nicht. Machen wir mal die 30. Das ging doch gerade, oder nicht? Doch, so geht's. Einmal hier rüber. Bad gebaut. Baus. Ja, möchte gerade nicht. Jetzt hat das, glaube ich, gebaut. Sehr gut. Jawohl, jetzt haben wir's. Und in die andere Richtung das gleiche. So, Folge. Das könnten wir bis hier hinbauen. Das hätte auch einen gewissen Reiz. Dann ist es nicht so gleich. Aber ich möchte natürlich gucken, dass das parallel ist. Wäre dann plus minus so. Einmal parallel. Gebaut. Sehr gut. Ja, also da muss ich das zurücknehmen. Man kann tatsächlich hier, wir haben ja hier hinten eine Röhre gemacht, weil wir da nicht rübergekommen sind über die Schiffslinie. Es geht. Ab 30 Metern in dem Fall, würde ich sagen. Gut, dann haben wir das. Wie wir hier reinkommen, schauen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal, wie wir hier hinten. Da brauchen wir nochmal eine Kachel, sonst müssen wir hier nochmal eine Brücke bauen. Wir haben aber die Autobahnausfahrten eben, glaube ich, noch nicht. Was wollte ich jetzt haben? Hier, das brauchen wir und das brauchen wir, damit wir dort durchkommen. Wir haben immer noch 39 Kacheln. Wir haben 12 Punkte. Ja, jetzt ist halt, wenn wir jetzt natürlich das hier machen, da werden wir ein bisschen gebunden. Man sieht es hier. Wir kommen da auch der Nachfrage halt nicht nach. Aber das geht halt fast nicht anders. Wie können wir das denn machen? Wir kommen von hier da rein. Wir kommen von hier hier rein. Wir könnten hier die Straße mitnehmen. Ich würde das tatsächlich mal machen. Und warum nicht eine Schnellstraße? Die war ja hier, genau. Und dann eine vierspurige Schnellstraße. Das finde ich relativ gut. Das gefällt mir.
aber dann natürlich am Boden, zumindest mal zu Beginn. Moment, 0 Meter wäre dann die Option. Hier ist sogar noch eingezeichnet, sehr schön, dass wir die Kurve haben wollen. Einmal so. Kann es sein, dass meine Maus eine Macke hat? Irgendwie, ich muss immer dreimal klicken, bevor das hier irgendwie funktioniert. Wie kommen wir da in die Straße rein? Ich würde hier wahrscheinlich sogar noch mal ein Ding machen. Einen kleinen Kreisel. Mal gucken, ob das funktioniert. Oder wir gucken mal von hier oben runter. Oder komme ich von da hier rein? Macht das Sinn? Doch, das geht. Ich komme rein. Dann brauchen wir den Kreisel nicht. Das müsste halt... Nee, das muss nicht eine Einbahnstraße sein. Das kann ab dort auch... Doch, es sollte halt eine Einbahnstraße sein. Finde ich halt schon auch. Wie viele Spuren haben wir dort? 4. Wenn ich hier nochmal... Den hier. So, kurze Unterbrechung, sorry. Wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten von hier, hier rein. Und das mit 4 Dingern. Mal gucken. Bats, bau mal. Jetzt bin ich da nicht reingekommen. Machen wir. Nee, Bagger. Nochmal den Bagger schnappen. Und gucken, komme ich hier rein. Müsste doch gehen. Ja, aber jetzt hat es, glaube ich, geklappt. Gut, also mit Einbahnstraße, sehr gut. Und dann würde ich hier halt raus. Da hätten wir wirklich auch einen Kreisel machen können. Aber wir machen das so, dass wir hier rausgehen und dann da rein. Allerdings, das können wir auch mit einer Kurve machen. Vielleicht ein bisschen mit Steigung. Steigt das so? Jawohl. Hier noch schön parallel würde ich vorschlagen, damit das auch ein bisschen nach was aussieht. Jetzt nicht hier mit Kurve. Machen wir den hier rüber und da rein. Ja, das, so sieht das doch okay aus. Bats, haben wir. Gut, jetzt haben wir hier 4 Spuren. Und hier wird es dann 5-spurig. Das ist okay, auf der Brücke darf es das werden. Das müsste theoretisch funktionieren. Es wäre halt jetzt eben einfach die Idee, dass das hier die Alternative ist, in die Stadt rein. Das wäre es auch. Hinten fehlt natürlich der Anschluss noch. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Und hier haben wir Verkehr. Was machen die? Die wollen alle hier unten durch. Ja, weil das natürlich auch eine Alternative ist, um in die Stadt reinzukommen. Das ist natürlich auch ganz klar. Das stimmt. Gut, jetzt hier. Ja, im Prinzip müssen wir hier ein paar Häuschen verklöppeln. Wir schauen mal. Hier ein Kreisel wäre zum Beispiel eine Option. Wenn wir den Kreisel hinkriegen, wenn ich wieder irgendwas überlappe. Doch, überlappen tut's, das ist aber egal. Machen wir hier den fetten Kreisel hin. Dankeschön. Dann kommen wir doch hier mit den Straßen rein. Also da bin ich jetzt tatsächlich relativ zuversichtlich. Dahingehend. Schnellstraße, 4 Spuren. Nicht überlappen. Hier rausgehen. Was überlappt denn? Moment, komme ich? Achso, ich kann ja mal gucken, ob ich das von hier her kriege. Hier runter. Wir können sogar die 5 machen, dann haben wir gleich viele. Hier geht's. Ne, da ist die Entfernung zu gering. So komme ich runter. Ne, aber da war doch gerade... Da ist die Entfernung zu gering. Okay, warum ist die Entfernung zu gering? Geht das zu steil runter? Das wäre wahrscheinlich dann das Problem. Müssen wir was anderes handhaben. Okay, von hier mal gucken. Das geht. Also die Auffahrt kriegen wir hin. Pause mal. Dankeschön. Auffahrt gebonkt. Und dann schauen wir mal, ob wir von hier vielleicht irgendwie woanders hingehen. Nämlich mal mitnehmen. Da rein. Das ist auch die Entfernung zu gering. Und hier? Ich gehe mal davon aus, dieses Entfernung zu gering, das ist tatsächlich, dass das einfach zu steil runter geht. Hier rein möchte ich natürlich nicht. Ja, ich muss es irgendwo hinziehen. Ja, das ist aber Blödsinn. Da ist auch Entfernung zu gering. Das kann ja damit der Steilheit nichts zu tun haben. Gehen wir hier runter? Ja. So geht's. Okay, jetzt ist die Entfernung nicht zu gering. Auch interessant. Und da komme ich doch hier eben trotzdem rein. Vielleicht noch mit einer Kurve. Genau mit der Kurve. Doch, es geht. Da war eine Stelle, da hat es funktioniert. Come on. Mama. Überlappend. Überlappend ist egal. Also, guck mal. Jetzt haben wir hier die Brücke fertiggestellt. Jetzt bin ich gespannt, wie die genutzt wird. Geht schon mal davon aus. Was wir natürlich auch noch haben, das mache ich aber nicht jetzt. Ne, haben wir noch nicht. Die Straßenbahn müssen wir noch freischalten. Aber wir haben hier unten ja diese ganzen Punkte. Damit können wir ja arbeiten. Das ist ja kein Problem. Gut, da wird auch gleich gelevelt. Freut mich auch. Ja, guck mal. Jetzt haben wir die Brücke hier tatsächlich hingekriegt. Wie gesagt, ob die genutzt wird, das weiß ich nicht. Wir haben gesehen, unser Tunnel hier, das erfreut sich hier großer Nachfrage. Ich könnte hier noch einen Kreisel machen, wisst ihr was? Da machen wir doch tatsächlich noch einen Kreisel hin. Bats, sehr schön. Das gefällt mir schon besser.
So. Ärgert natürlich am Stau wahrscheinlich jetzt nicht so viel, weil die haben alle nur eine Richtung gehabt. Aber so weit läuft das. Haben die jetzt hier wieder keine Kunden? Nicht genügend Kunden. Das ist natürlich ganz schlecht. Das sind unsere dicht besiedelten Sachen. Wir machen hier ein paar Wohnungen hin. Haben wir Nachfrage? Oh ja, wir haben Nachfrage auch nach dicht besiedelt, also nach dem hier. Ich versuche jetzt tatsächlich mal Wohnhäuser mit hoher Dichte. Auch wenn hier die Nachfrage nicht vorhanden ist oder noch nicht, wir gucken, was passiert. Wenn also, es dumm geht, bauen sie halt einfach nicht. Wir machen hier aber auch, zack, das noch. Hier ein bisschen in den Rücken rein. Und hier haben wir noch Probleme mit Kundschaft. Da gibt es noch welche. Und hier. So, jetzt, das müsste doch Kundschaft generieren, das Ganze. Fehlt hier vielleicht irgendwie noch eine Querstraße, dass man früher rüberkommt, die Leute, die hier wohnen. Ich weiß es nicht. Aber hier fehlen auch Kunden. Da machen wir hier auch noch was hin. Dicht, dünn besiedelt tatsächlich. Zack, einmal so. Und hier hinten, weil wir es können, ihr ahnt es, da gibt es noch irgendwie einen botanischen Garten. Nee, das ist riesig. Nee, das geht. Hier ist noch der botanische Garten. Dankeschön. Jawohl, weil das freut die Leute, dann wohnen sie gerne und das hilft vielleicht den Geschäften dann ja auch. Das wäre die Idee. Wir brauchen Büros. Gucken wir mal. Blau, Le Büro. Oh, dicht besiedelt, genau. So, zack, einmal hier oben dicht. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht eingezeichnet. Jetzt hätten wir es. Ich bin schon bei dicht besiedelt, jawohl. Und irgendwie wäre es natürlich schön hier unten noch, aber hier haben wir halt die Wohnungen hingestellt. Ja, ich würde es so machen. So, passt. Gut. Übrigens fällt mir gerade ein, ich habe vorher tatsächlich irgendwie, der Ton war aus, also der Ingame-Ton. Das schreibe ich wahrscheinlich dann auch noch dazu beim Video. Also die erste Hälfte da vor dem Break, die ist halt ohne Ingame-Ton. Da mache ich einfach eine Musik drauf. Das ist ja egal. Also das ist ja bei Cities Skylines, wir haben hier so viele Geräusche nicht. Ein bisschen Autoverkehr etc. Ich weiß nicht, warum sie es nicht aufgenommen hat, aber es hat halt nicht. Keine Ahnung. Ist aber egal, dafür haben wir eine schöne Brücke gebaut. Und haben dazu halt ein bisschen andere Musik als normalerweise. Jetzt im zweiten Teil müsste es eigentlich wieder gehen. Dass da die normale Musik ist. Gut, Nachfrage. Ja, immer noch vorhanden, immer noch Büros, aber auch Industrie. Bevor ich jetzt aber bei der Industrie groß noch was mache. Moment, hier haben wir Öl. Wir haben neue Kacheln aufgedeckt. Wisst ihr, was natürlich auch mal noch eine Idee wäre? Genau, wenn wir hier nochmal schauen. Hier haben wir nochmal Öl, da können wir nochmal was machen. Und vor allem haben wir hier tatsächlich nochmal Bauernhof. Das ist nicht Holz. Nee, das, oder ist das Holz? Nee, das ist Bauernhofgelände. Landfruchtbarkeit haben wir hier. Aber da würde ich vielleicht tatsächlich hier nochmal ein Ölding machen. Ist ja direkt an der Autobahn. Haben wir hier die Möglichkeit? Ja, wir kommen da raus, dann kann man nach hier hinten düsen. Das passt. Kann ich mal dieses Overlay noch haben? Das bräuchte ich. Dann ziehen wir hier eine Straße hin. Auch gerne eine breitere würde ich vorschlagen. Je nachdem kommt hier dann doch einiges an Verkehr daher. Jetzt ist das Ding wieder weg. Moment. Irgendwie das so von hier. Nach hier hinten düsen und die Autobahn kreuzen. Ne, das machen wir nicht. Sechsspurige Adra-Tostedbrücke mit Trennwand. Irgendwie hier über die Autobahn rüber. Moment, da brauche ich aber nicht das hier. Dann sieht es wenigstens ein bisschen besser aus. Sollen wir hier nochmal allen Ernstes eine Brücke rüber machen? Es wäre so falsch nicht. Wir müssen halt irgendwie rüberkommen. Von daher ist hier eigentlich eine Brücke angesagt. Aha, geht nicht. Ist das Ding... Moment. Ne, da dockt es an mit der Eisenbahn. Oh, die Eisenbahn haben wir auch noch nicht. Ja, wir haben natürlich noch vieles nicht. Wir machen das alles nach und nach. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Das passt schon, denke ich mal. Ja, höher halt. Geht auch nicht. Die Eisenbahn, die macht uns dann Strich durch die Rechnung. Und ein Durch ist auch eine Option. Oder mal die hier testen. Nee, das geht nicht. Oh, krumm geht's. Okay, krumm geht's. Gut, dann versuchen wir das krumm. Na? Jetzt geht's krumm wieder nicht, weil es irgendwie... Moment. Ich möchte nicht eine ewige Brücke hier haben. So geht's. Okay, dann machen wir dich doch so hier hin. Bisschen kürzer noch. Einfach so, das geht. Bad, einmal gebaut. Dankeschön. Mit Gegenverkehr. Dann das Ganze ohne Brücke. Was sind das an Spuren? Achtspurig. Achso, je vier. Achtspurig. Da haben wir sie mit Trennwand. Finde ich schön. Von hier gehen wir. Die Kurve habe ich aktiviert. Ne, muss ich nochmal. Und hier gehen wir. Wo gehen wir denn hin? Ah, hier rein im Prinzip. In die Straße. Ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ah, indem ich hier vielleicht auf 0 gehe. Das hilft beim Eingliedern. Irgendwie so. Wobei,
Ist das eine Autobahn? Nein, das ist eine Schnellstraße. Da geht es in die Schnellstraße rein. Das ist aber okay. Wenn es funktioniert. Doch, geht. Da komme ich, glaube ich, rein. Jawohl, da komme ich tatsächlich rein. Das funktioniert wunderbar. Dann hier hinten. Ja, müssen wir gucken, wo wir hindüsen. Das hängt davon ab, wo hier tatsächlich die Ressource ist. Die ist hier. Dass wir hier irgendwie das Ölding hinmachen. Dann würde ich sagen, hier einfach auf den Boden zurück. Ganz einfach. Gut, aber, liebe Freunde, ich habe noch Anschlusstermine ausnahmsweise. Wir machen hier einen Break. Das war eine brückenbaureiche Folge. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Wir werden hier wahrscheinlich auch ordentlich Verkehr haben irgendwann. Im Moment nutzen sie es doch. Doch, sie nutzen es schon, aber noch nicht so ausgiebig. Gut, also, dann haben wir das hier hinten erschlossen. Wir können hier hinten dann natürlich auch bauen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.